Der G20-Gipfel in Osaka brachte einige Überraschungen. Unter anderem gibt es einen Kompromiss beim Klimaabkommen, an dem sich aber nicht alle beteiligen. Freitag und Samstag fand der G20-Gipfel im japanischen Osaka statt. Die Regierungschefs der 20 wichtigsten Industrie- und Schwellenländer trafen sich. Der Gipfel wurde von der Iran-Krise sowie dem Handelsstreit zwischen den USA und China überschattet. Teilnehmer einigten sich zum Abschluss nach langem Ringen auf eine Vereinbarung. Update vom 29. Juni, 9:20 Uhr. Die Welt kann erstmal aufatmen im Handelskrieg zwischen den USA und China. US-Präsident Trump will Lieferungen von US-Unternehmen an den chinesischen Telekom-Riesen Huawei wieder zulassen. Er habe Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping zugesagt, dass technologische Produkte weiterhin an Huawei verkauft werden dürften, sagte Trump nach Abschluss des G20-Gipfels der wichtigsten Industrienationen in Osaka. G20-Gipfel. Annäherung im Handelskrieg zwischen USA und China, Date vom 29. Juni, 9 Uhr. Eine Verschlechterung des politischen und wirtschaftlichen Klimas haben die G20-Staaten zum Abschluss beklagt. Es sei eine Zunahme von Handelsstreitigkeiten und geopolitischen Spannungen zu beobachten, hieß es in der gemeinsamen Erklärung der 20 großen Industrie- und Schwellenländer am Samstag in Osaka. Der Handelsstreit zwischen den USA und China war ein dominierendes Thema bei dem Gipfeltreffen G20-Gipfel bringt. Einigung auf einen Klimakompromiss, nur ein Staat macht nicht mit, Update vom 29. Juni, 8 Uhr. Nach langem Ringen um die Klimapolitik haben sich die Teilnehmer des G20-Gipfels auf eine gemeinsame Erklärung geeinigt. Es werde einen ähnlichen Text geben wie beim vergangenen G20-Gipfel in Argentinien, sagte Bundeskanzlerin Angela Merkel, CDU, am Samstag in Osaka. Wie in Buenos Aires werden sich in der Abschlusserklärung demnach 19 der 20 Mitglieder zum Pariser Klimaschutzabkommen bekennen, die USA bleiben bei ihrer ablehnenden Haltung. Wir haben bis zur letzten Minute zu dem Fragen verhandelt, die sich mit dem Klimaschutz, Handel und Migration befassen, sagte Merkel.
Es ist gelungen, nach nächtlichen und täglichen Verhandlungen jetzt wieder eine 19+1-Erklärung zu haben, bei der die 19 sich zu den gleichen Dingen verpflichten, wie wir das in Buenos Aires gemacht haben. Im Text werde abermals festgeschrieben, dass die Verpflichtungen aus dem Pariser Abkommen unumkehrbar seien, sagte Merkel. A family photo taken with alte per the key pants of TG20 Osaka Summit. L eingetragenes Warenzeichen qwpeak.twitter.com/7wkfhpg20japan. @20.org/28. Juni 2019. Nach Merkels Angaben soll die Abschlusserklärung auch auf das Thema Migration eingehen. Es werde eine enge Zusammenarbeit der G20-Mitglieder mit den UN-Organisationen und anderen internationalen Organisationen in der Migrationspolitik angestrebt. Insofern sind wir ein ganzes Stück weitergekommen, sagte Merkel. Auch beim Handel sei ein ähnliches Ergebnis wie in Argentinien erzielt worden. Dies beinhalte ein klares Bekenntnis zu einem freien, fairen, nicht diskriminierenden, transparenten Handel und einem guten, nachhaltigen Investitionsklima. Zudem werde in der Abschlusserklärung die Notwendigkeit einer Reform der Welthandelsorganisation FTO betont. Wieder immer mehr Gegner der Klimaziele. Beim G20-Gipfel lautete 7:11 Uhr. Die USA und China haben sich auf eine Fortsetzung ihrer Handelsgespräche verständigt. Das berichtete die amtliche chinesische Nachrichtenagentur Xinhua am Samstag nach dem Treffen von US-Präsident Donald Trump und Chinas Staatschef Xi Jinping am Rande des G20-Gipfels in Osaka. Demnach sagte die US-Regierung zu, keine weiteren Strafzölle auf Waren aus China zu erheben. G20-Gipfel. Das waren die Nachrichten vom Freitag, 28. Juni 20, 19:14, 40 Uhr. Theresa May hat von Wladimir Putin ein Ende seines destabilisierenden Vorgehens verlangt. May habe das Verhalten Russlands gegenüber dem Vereinigten Königreich und seinen Alliierten als unverantwortlich bezeichnet, teilte ihr Sprecher mit. May und Putin waren in Osaka erstmals seit dem Giftanschlag auf den russischen Ex-Doppelagenten Sergei Skripal zusammengetroffen. Zwischen den beiden Ländern gibt es spätestens seitdem ernsthafte Spannungen um 10:53 Uhr. Die G20-Staaten haben sich nach Angaben von Kanzlerin Angela Merkel in der Digitalwirtschaft zu einem regulierten Online-Handel bekannt. Das ist also ein wichtiges Signal, dass wir internationale Regelungen bei der Digitalisierung brauchen, sagte Merkel am Freitag. Vor Journalisten am Rande des G20-Gipfels der Staats- und Regierungschefs der wichtigsten Wirtschaftsmächte im japanischen Osaka.
Die G20-Staaten verabschiedeten die entsprechende Erklärung nicht in einer Arbeitssitzung, sondern in einem besonderen Format im Rahmen des Gipfels Kardinalfehler. Putin kritisiert vor dem G20-Gipfel Merkels Flüchtlingspolitik 10.26 Uhr. Russlands Präsident Wladimir Putin hat kurz vor Beginn des G20-Gipfels in Japan die Flüchtlingspolitik von Kanzlerin Angela Merkel, CDU, kritisiert. Ihre Entscheidung, dass im Jahr 2015 Hunderttausende Flüchtlinge in Deutschland Zuflucht suchen konnten, bezeichnete er in einem Interview der britischen Financial Times als Kardinalfehler. Zugleich lockte der Kreml-Chef die Migrationspolitik von US-Präsident Donald Trump. Er könne zwar schlecht beurteilen, ob es richtig sei, eine Mauer zu Mexiko zu bauen. Schlecht sei aber, wenn niemand etwas unternehme. Trump will eine Mauer an der Grenze zu Mexiko bauen, um illegal Migration und Drogenschmuggel zu stoppen. Putin nannte Trump einen talentierten Menschen. Er weiß sehr gut, was seine Wähler von ihm erwarten. Der US-Präsident sei kein Berufspolitiker. Heißt es in der vom Kreml veröffentlichten Abschrift des Interviews. Er hat seine eigene Vision der Welt, sagte der Kreml-Chef und betonte zugleich, er akzeptiere viele von Trumps Methoden nicht, mit denen dieser Probleme angehört. Eine mögliche Einflussnahme Russlands in den vergangenen US-Wahlkampf bezeichnete Putin als mythisch. Im Gegensatz zu seinen Gegnern habe Trump die Veränderungen in der amerikanischen Gesellschaft gespürt und dies genutzt. G20-Gipfel. Trump sagt über Putin: Wir haben eine sehr, sehr gute Beziehung. 9.52 Uhr. US-Präsident Donald Trump hat bei einem Treffen mit Russlands Staatschef Wladimir Putin am Rande des G20-Gipfels im japanischen Osaka die harmonischen Beziehungen mit seinem Kollegen betont. Es ist mir eine große Ehre, Präsident Putin zu treffen, sagte Trump am Freitag. Wir haben eine sehr, sehr gute Beziehung. Mit einem Scherz reagierte Trump auf die Frage nach möglichen Anmischungen Russlands in die US-Präsidentschaftswahl im kommenden Jahr. Als Reaktion auf die Frage eines Journalisten, ob der Putin vor einer Einflussnahme warnen würde, sagte Trump lächelnd und mit erhobenem Finger in Richtung des russischen Staatschefs: Mischen Sie sich nicht in die Wahl ein, Herr Präsident, mischen Sie sich nicht ein.
Putin quittierte Trumps Scherz mit Schweigen und einem Grinsen. Das Gespräch in Osaka war das erste bilaterale Treffen der beiden Politiker seit einem umstrittenen Treffen im finnischen Helsinki vor knapp einem Jahr. Bereits vor dem Abflug nach Japan hatte sich der US-Präsident zuversichtlich mit Blick auf das Treffen mit Putin gezeigt. Ich werde ein sehr gutes Gespräch mit ihm haben, sagte er im Weißen Haus zu Journalisten. Zugleich schränkte er ein: Was ich ihm sage, hat euch nicht zu interessieren. 8.54 Uhr. Beim G20-Gipfel in Osaka zeichnet. Sich eine harte Auseinandersetzung zwischen den europäischen Staaten und den USA um den Klimaschutz ab. Die Europäer hätten sich am Rande des Gipfels in Japan auf eine rote Linie verständigt. Hieß es am Freitag aus französischen Regierungskreisen. Demnach wollten sie keine Abschlusserklärung akzeptieren, die auf Betreiben der USA hinter der letzten G20-Erklärung zum Klimaschutz zurückbleibe. Die Europäer wollten sehr vehement darauf bestehen, dass man einen solchen Text nicht akzeptieren kann, hieß es aus dem Umfeld des französischen Präsidenten Emmanuel Macron. Dies sei das Ergebnis eines Koordinierungstreffens von 6 EU-Ländern, einschließlich Deutschlands, und der EU-Spitzen in Osaka. Beim vorangegangenen G20-Gipfel in Buenos Aires hatten sich 19 der Teilnehmer in einer Abschlusserklärung dazu verpflichtet, die Ziele des Pariser Klimaschutzabkommens umzusetzen. Die USA lehnen das Pariser Abkommen ab und trugen diese Erklärung nicht mit. In Osaka versuchten die USA nun nach Elysée-Angaben weiterer Länder auf ihre Seite zu ziehen. Eine neue Klimaerklärung im 19+1 Format wie in Buenos Aires sei für die Europäer akzeptabel, aber eine Erklärung im Format 18+2 bis 17+3 ist nicht hinnehmbar, hieß es. Das Thema Klimaschutz steht am Samstag zum Abschluss des zweitägigen Treffens der großen Industrie- und Schwellenländer auf dem Programm. Wegen der großen Differenzen in der Klima-, aber auch der Handelspolitik war es am Freitag noch unklar, ob sich die G20-Länder dieses Mal überhaupt auf eine gemeinsame Abschlusserklärung einigen können. Donald Trump trifft großartige Freundin Merkel im Rahmen des G20-Gipfels 7.11 Uhr. Bundeskanzlerin Angela Merkel ist beim G20-Treffen am Freitag, Ortszeit, zu einem bilateralen Treffen mit US-Präsident Donald Trump zusammengetroffen. Trump begrüßte Merkel betont freundschaftlich, er lobte die deutsche Regierungschefin als fantastische Person und großartige Freundin. Das Verhältnis sei grandios. Von ihrem zitternden Fall am Vortag war nicht die Rede, es gäbe eine Menge Dinge zu besprechen, sagte Merkel. Ja,
herauszuheben sei, dass die deutsche Wirtschaft sehr stark auch in den Vereinigten Staaten investiere. Wir haben nicht nur Handel, sondern auch sehr viele Investments. Drum stimmte in diesem Punkt zu Punkt, man werde sich. Auch über die internationale Lage austauschen, insbesondere den Kampf gegen den Terrorismus in Westafrika, sagte Merkel. Auch das Thema Iran, von den USA in den vergangenen Wochen stark eskaliert, werde eine Rolle spielen. Sie freue sich auf das Gespräch, sagte die Kanzlerin. Das Verhältnis zwischen den Regierungen Deutschlands und der USA gilt seit dem Amtsantritt Trumps als angespannt. Trump kämpft gegen den großen Handelsüberschuss Deutschlands gegenüber seinem Land an. Der US-Präsident kritisiert auch das deutsch-russische Pipeline-Projekt Nord Stream 2 scharf. G20. Trump will sichere 5G-Netzwerke, Seitenhieb gegen China, Date vom 28. Juni 2019, 6.30 Uhr. US-Präsident Donald Trump hat beim G20-Gipfel in Osaka in Japan die Bedeutung von Sicherheit bei 5G-Telekommunikationsnetzwerken betont. Bei der ersten Arbeitssitzung sagte Trump am Freitag, die digitale Wirtschaft brauche freie Datenflüsse, aber auch strikten Schutz.